Weiter geht es hier in der Gruselgrotte hier in Mario Party 3. Herzlich willkommen zurück. Im letzten Part konnten wir auf den ersten Platz klettern und müssen den jetzt aber auch noch halten. Yoshi hat genauso wie wir einen Stern und in den Minispielen lief auch nicht alles glatt. Genauso wie die Ereignisfelder, auf denen wurden wir mittlerweile wahrscheinlich schon längst überholt, was absolut nicht gut ist. Münzstern hat aktuell Luigi mit 52 Münzen, aber das ist jetzt nicht das größte Problem. Es ist nur das größte Problem, wenn wir nicht noch einen Stern bekommen oder nicht einen Bonusstern bekommen. Weil dann gewinnt er durch Münzen. Und Yoshi ist wahrscheinlich so der gefährlichste durch den Minispiel. Halt die Fresse! Ja, jetzt kriegt er den Sieg geschenkt oder was? Und ich war jetzt richtig motiviert, noch den nächsten Part aufzunehmen. Weil es gerade Bock gemacht hat. Und dann so eine Scheiße wieder. Irgendwas Gutes bitte. MP, was war denn das nochmal? Ach, das war dieses unfaire Spiel, ne? Wo man gar nicht gewinnen kann. Das, was ich so gehasst habe. Zählt man die Münzen jedes Spielers zusammen? Wie viele hat man dann? Mach! Wieso konnte ich denn nicht? Ach, ist das lächerlich! Wer sammelt Münzen zu Beginn eines Kampf-Minispiels, der Goomba. Junge, man kann so nicht reagieren. Das ist so unfair. Wer hat sich das ausgedacht? An sich sind die Fragen ja gar nicht mal so schlecht, aber... Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Ja, keine Ahnung. Man kann es ja nicht machen. Man kann ja vorher nicht nachdenken. Man muss einfach irgendwas drücken. Ja, Yoshi. Vogel. Nee, also wie die reagieren, ist total unfair. Sagt, was ihr wollt. Können wir überspringen, das Spiel ist scheiße. Das ist halt doch total langweilig. Ja, den Startknopf. Ich weiß ja die. Den A-Knopf? Das stimmt natürlich. Siebte, oder? Ja, ich habe einfach nochmal gespammt irgendwas. In der Hoffnung, dass ich gewinne. Egal, wer jetzt die Antwort richtig hat. Derjenige hat gewonnen. Schade, dass das jetzt hier den Part so sehr in die Länge zieht, weil das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Weil ich dachte, wir sind halt gut dabei, aber... Ja. Das Spiel dauert halt sehr lange hier. Und ist halt einfach total schlecht. Yoshi gewinnt natürlich unverdient hier und das schickt uns noch weiter zurück. Voraussichtlich hat Yoshi am Ende 3 Sterne. Mario kriegt den Ereignisstern. Luigi den Münzstern. Wenn alles schlecht läuft, verlieren wir sogar. Muss ich ja einfach mal so sagen. Also wir kommen vielleicht irgendwie zum Stern. Zum Buhu.
Kann ich mir dort aussuchen, wo ich lang gehe oder eher nicht? Nee, kann ich nicht. Dann nehme ich, um ehrlich zu sein, lieber das Ereignisfeld. In der Hoffnung, dass mir das noch irgendwas bringt. Einfach aus taktischen Gründen. Bei irgendwas muss ich ja jetzt noch versuchen. Ist ja logisch. Schade, ist da halt. Natürlich landet der jetzt auch drauf. Der braucht das nicht. Jetzt könnte er, glaube ich, auch mit den meisten haben. Ich glaube, Wario, ich und Yoshi haben dreimal. Aber ich weiß es nicht genau. Das ist interessant. Das könnte uns zum Münzstern verhelfen. Wenn jetzt ordentlich Münzen kommen. Ja. Jeder muss alles geben. Außer Luigi, der hat noch zwei. Jetzt wird's sehr, sehr wichtig. Was kommt? Nur nicht das Kugelwilli. Okay, nee. Regentanz. Regentanz! Das haben wir bislang immer gewonnen. Immer. Immer! Und wenn ich jetzt sage immer, müssen wir auch dieses Mal siegen, Donkey Kong. Wenn ich jetzt verliere, haben wir das Brett verloren. Super Start wieder mal. Scheiße, du dummes Ding. Das ist so unfair. Diese manchmal Würfe kommen aus dem Nichts. Wir sind schon gut dabei. Mann, das sind solche Arschlöcher. Scheiße, ich glaube, das war nicht ausreichend diesmal. Doch war's. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gefühl diesmal. Ich weiß nicht warum. Aber das ist super. Warum Wario? 76, das katapultiert uns auf den Münzstern. Das ist super. Und jetzt noch Minispiele gewinnen. Dann können wir das machen. Rasante Regatta, was ist denn das? Was ist das? Das. Das ist, war ja das erste Spiel, was wir, glaube ich, überhaupt im Spiel hatten. Das gilt es jetzt nochmal zu gewinnen. Warum bin ich eigentlich immer außen? Das ist doch unfair. Ach, die Musik. Das ist wirklich schön. Ja, ich bin nicht früh genug eingeschert, ich weiß. Mann, Yoshi, du... dummes Ding. So schlecht bin ich bislang gar nicht gefahren. Nur die schubsen mich halt alle. Haben alle was gegen mich. Könnt ihr mir doch nicht mehr sagen. Vor allem dieser Yoshi. Trotzdem wieder vorne. Ein Kämpfer bin ich. Oh Gott. Das wird übel knapp. Alter. Das ist so knapp gewesen. Und ein neuer Rekord. Sehr gut. Noch mehr Geld. Wir müssen uns weiterhin absetzen, ist ja logisch. Und eventuell, wenn es geht, jetzt eine Zauberlampe. Ihr könnt uns helfen. In den wichtigen Momenten kann ich dann doch manchmal abliefern. Das ist so gut, wirklich. Ich bin schon am Itemladen vorbei, oder? Nee, der kommt jetzt gleich. Bin zwar an dem einen vorbei, aber jetzt kommt gleich wieder einer. Hä, ist das noch nicht die... Sind wir immer noch nicht in den letzten 5 Runden? Dann dauert das ja wieder ewig heute. Tut mir leid für einen langen Part. Das wird ein langer Part, ich weiß.
Also es liegt halt an dem blöden MPIQ-Spiel. Ist halt schlecht. Natürlich. Landet er wieder auf ein Ereignisfeld. Und diese Ereignisfelder nehmen halt auch relativ viel Zeit gerne weg. Hätte ich den letzten Part doch etwas länger gemacht. Jetzt bereue ich's. Also so 25 Minuten wenigstens. Die Parts im Mario Party haben zuletzt so ein dolles Ungleichgewicht. Und Pasch, dafür gibt's 10 Münzen. Schön. Warum nicht? Dann holt sich natürlich die Zauberlampe. Ist ja logisch. Aber das finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Soll er machen. Hol mir ja dann auch eine. So, 2 vs 2, wieder gegen Luigi. Finde ich jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Himmelfahrtskommando, das war dieses Drecksgame, oder? Ist das, was ich denke? Nee. Was muss ich denn drücken? A und B? Nehmen wir aber A und Z. Hey, ich versteh's nicht. Oh, sorry Luigi, ich bin übel schlecht. Ja, ich hab's später erst rausgefunden. Ich dachte einfach Spam, aber nee, das bringt nichts. Hätte ich's mal gelesen. Aber wir hatten das Spiel halt schon mal, deswegen dachte ich, ja. Aber das Spiel, was ich vorhin gemeint hatte mit Drecksgame, das ist ein Spiel aus Mario Party 2. Das mit den Flügeln da. Oder aus Mario Party 1, ich weiß es nicht mehr. Wir haben zuletzt so viel Mario Partys gespielt. Es tut mir leid, dass ich da manchmal mittlerweile schon anfange, was zu verwechseln. Aber wir sind bald mit Mario Party auf dem Nintendo 64 schon durch, ne? Ich finde das so krass. Und dann geht's weiter auf dem GameCube. Freue ich mich auch schon drauf. Jetzt kommen die letzten 5 Runden. Zeit für Bowser! Sehen wir uns mal die Ergebnisse an. Yoshi erster, Donkey zweiter, Luigi dritter, Wario letzter. Welcher Verlierer wird verlieren? Bestimmen wir ihn nun. Unser Medium ist Bowser. Ah, ich sage, Yoshi verliert. Ich nehme 10 Münzen weg. Er hat keine Münzen. Also nicht schlimm für ihn. Wie immer alles verdoppelt. 2 auf einem Feld ist ein Duell. Strengt euch an zu verlieren. Los geht's. Ich wollte das jetzt ein bisschen kürzer halten, aber wir... Ich hoffe, dass das nicht ganz so schlimm ist. Die labern eh immer das Gleiche. Von daher sollte das, denke ich, schon okay sein. Wenn ich das doch mal ein bisschen abkürze. Ich muss eh nach oben. Und wir landen auf einem Ereignisfeld, das ist schon mal super. Aber auf was für einem? Wir kommen mal nach oben! König Wump hat sich im Schlaf umgedreht. Jetzt liegt er auf dem Kopf. Das ist so dumm, wirklich. Ich meine, auf dem Bauch schlafen ist zwar cool, aber keiner schläft so, dass man wirklich ins Kissen guckt, quasi. Niemals. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass einer so schläft. Da kriegt man noch nie mal Luft. Oh. Luigis erster Stern. Es sind echt viele Sterne jetzt im Umlauf. Insgesamt schon 4 Stück. Haben wir ja selten. Da unten? Das ist ja direkt am Start. Da will ich hin. Da kommt halt Luigi als nächstes. Ne, wer kommt da als nächstes hin? Alle gegen Wario. Mann, das ist halt ein Problem. Yoshi darf halt auch nicht weiterhin Münzen im Minispielen bekommen. Wellenschlag. Start!
Okay, schon mal raus. Ja, diesmal war es gut, Wario. Wieso? Wie lange bleibt man denn bitte gottverdammt gestunt, Alter? Ich weiß halt nicht, was schlauer ist, ganz nah an ihm dran zu sein oder sehr weit weg. Ich kann Luigi auf jeden Fall verstehen, dass er so weit weg bleibt, aber ich bin der Meinung, es ist sinnvoller, so nah an ihm dran zu bleiben, oder nicht? Also kann man halt nicht direkt runtergestoßen werden. Ich weiß es nicht. Aber ich würde halt schon sagen, näher dran ist eigentlich besser. Ich meine, wir siegen ja hier wieder. Und über 100 Coins haben wir auch. Sternklauen wäre halt auch cool, aber ich weiß halt nicht, wie man zum Buhu kommt. Will echt die Position wechseln? Der Stern ist doch gleich da unten. Ach ne, er muss erst nach links laufen. Gut, stimmt. Ja, aber hat sich sogar, glaube ich, für ihn gelohnt. Ah ne, hat sich überhaupt nicht. Der hat kein Geld. Bowser, was machst du jetzt? Bitte keine Scheiße. Was ist denn Bowsers Handy geschenkt? Er bekommt Bowsers Fluch mal wieder. Oder bekommt den jeder? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Den bekommt jeder. Ich könnte kotzen. Dann wenigstens ein Ereignisfeld oder so. Nee, ich bekomme den nicht. Was ist denn da oben so Besonderes? Eigentlich ja auch gar nichts. Aber ich möchte nicht meine Münzen riskieren, um ehrlich zu sein. Deswegen gehe ich nach oben. Und mache nicht das Ereignisspiel da. Das Kampfminispiel. Ist mir zu riskant. Wir können nur von 1 bis 3 würfeln. Das war das. Wir laufen nicht zurück. Warte mal, hier gibt's Glücksguy? Was macht Glücksguy? Macht er auch das, was er in dem Duellbrettern macht? Alle gegen wen? Gegen Wario. Münzen mal bitte einsammeln. Das schaffen wir. Ich weiß halt aber bislang immer noch nicht, ob wir gewinnen. Ich finde es tatsächlich relativ spannend. Also den Münzstern haben wir, ist ja logisch. Ansonsten haben wir noch eventuell den Minispielstern. Ich weiß halt immer noch nicht so ganz, ob die in einem Kampfminispiel mitzählen. Oder eher nicht. Ja, da komme ich nicht ran. Sammelt das ein. Ja, dann hat es sich gelohnt. Oder ob das halt nicht mitzählt in dem Kampfminispiel. Das wäre halt super interessant zu wissen. Wenn ja, dann haben wir eigentlich schon sehr viel bewirkt. Aber auch Wario wird halt gleich einen Stern bekommen. Gerne bei Luigi, ne? Ja. Nicht gut. Ich spiele auch nicht um alles. Weil am Ende kommt ein Kackspiel. Ich spiele jetzt mal um 10 Münzen. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wenn nicht, dann nicht. Ich werde halt jetzt nicht sein ganzes Geld setzen. Stellt sich auch als gut heraus. Turbo-Tunnel ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das gewinne. Wenn wir doch mal ehrlich sind. Dann hat er halt die 10 Münzen. Okay. Ja, ich fahre mal wieder an allem vorbei. Wieder verdreht. Hey, kommen heute gar keine. Es gibt nur zweimal Laser heute. Ist ja nett. Ja, und ich baller halt voll rein. Weil ich es halt sehr, sehr unberechenbar finde. Wie die manchmal auftauchen. Aber wenn ich jetzt gerade mal so auf die Karte gucke,
sah es gar nicht mal so kacke aus. Und ja, wir gewinnen mal diesen Turbo-Tunnel. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Gut, dann nehme ich auch gerne die 10 Münzen. Kein Problem. Ich habe fast 150 Coins. Aber es bringt mir halt nichts, wenn ich nicht zum Buhu oder so komme. Es wäre halt super, wenn ich einen Yoshi einen Stern klauen könnte. Der kauft sich jetzt einen. Finde ich gut. Absolut nicht gut. Warum holt er sich den Bowser-Anzug? Was hat der Typ denn vor? Dann kriegt Wario tatsächlich doch keinen Stern. Aber Yoshi schon den dritten. Den dritten zu viel. Also jetzt ist es wirklich sehr spannend. Das wird sehr eng. Sehr, sehr eng. Gerade das ist auch nicht gut, dass er jetzt noch da drauf landet. Er darf halt auf gar keinen Fall einen Bonusstern eigentlich bekommen. Das ist so meine Befürchtung. Von mir aus, Luigi, krall du dir den. Das ist auch noch okay. Münzstern und Minispielstern muss dann mir gehören. Er darf halt nicht mehr den Ereignisstern bekommen, sonst haben wir eigentlich verloren. Gegen Luigi, meinem Verbündeten, das ist schade. Kritzelkreise, okay, das Spiel kann ich sowieso nicht. Das haben wir ja schon oft genug bewiesen. Einmal auf jeden Fall. Ah ne, da war... War das nicht sogar Wario, der total dumm war? Das hat gezählt, cool. Das ist ja sehr fair. Hey, Dream Team, Wario! Okay, ich gehe andere Richtung. Dann halt nicht. Irgendwie haben wir es gemeistert, sehr gut. Nein, jetzt bin ich auch dumm, Wario. Gebe ich gerne zu. Irgendwie? Egal, wir haben gewonnen. Gut gemacht. Hauptsache Yoshi kriegt kein Geld. Das ist immer das Wichtigste. Eigentlich müssen wir zum Buhu. Gibt's nicht hier dieses Telefon, womit man den Buhu anrufen kann oder so? Mann, ich muss halt jetzt definitiv zum Shop kommen, sonst haben wir eigentlich verloren. Gönn! Was ist denn das? Yoshi, du bist so ein Hund, wenn du gewinnst. Das gönne ich dir nämlich absolut nicht. Weil dann hast du nur gewonnen wegen diesem verdammten Sternblock. Dürft ihr ja nicht vergessen, der hat ja diesen scheiß versteckten Stern gefunden. Was hat dir das jetzt gebracht, dass du den Goldpilz genommen hast? Hä? Einfach nur Zeit verschwendet. Okay. Mir egal, brauche ich nicht. Sieht sehr schlecht aus. Vielleicht kann ich... Fischfutter. Der Yoshi darf nicht gewinnen. Hat man jetzt aber, glaube ich, schon länger nicht mehr das Spiel. Also von daher ganz legitim, dass wir das jetzt wieder spielen. Oder hat mir das schon länger nicht mehr?
Luigi ist gut. Aber lieber Luigi als Yoshi. Okay, Luigi hat verkackt, das ist eigentlich nicht so gut. Wer? Ich! Oh. Das war aber auch um Haaresbreite, wirklich. Yoshi, der ist so krank. Also Minispielstern müssen wir mittlerweile haben. Geht nicht anders. Sonst ist Betrug, wenn der den immer noch hat. Wir haben super gespielt bisher. Okay, Wario, gut. Ich hoffe, du hast den Ereignisstern jetzt. Oder so. Vielleicht lande ich auch nochmal drauf. Nee, okay. Schade. Yoshi, wenn du jetzt auf dem scheiß Ereignisfeld drauf landest, ich töte dich. Nein, mache ich nicht. Es ist nur ein Spiel. Okay, sehr, sehr gut. Wehe, du landest auf meinem Feld. Das ist eigentlich unwahrscheinlich, wenn er schon... Ja. Nee. Ich bin viel näher dran, glaube ich. Selbst wenn er kann, dann maximal 50 Münzen bekommen. Oh, hör auf, so dumm zu sein. Nee, was? Wo ist denn Luigi überhaupt? Okay, wir sind noch in einem guten Part. Rahmen. Also es geht schon noch klar. Will ich verlieren? Eigentlich schon. Weil dann verliert Yoshi auch. Aber gewinne ich auch. Also es ist egal, was jetzt passiert. Das ist schon okay. Also ich bin der Meinung, es wird jetzt unglaublich spannend. Yoshi darf halt keinen Bonusstern haben. Sonst war es das. Wario gewinnt nochmal das letzte Minispiel. Meinetwegen, tu das. Habe ich erstmal kein Problem mit. Tu das. So. Das war's. Ich bin unglaublich gespannt, was jetzt rauskommt. Ich weiß es nicht. Yoshi kann auch gewonnen haben. Wenn er den Ereignissterne. Das kann durchaus sein, er ist oft da drauf gelandet. Wario und Luigi halt auch, ich nur dreimal oder so. Das habt ihr gut gemacht, nun zu den Ergebnissen. Die Anzahl der Sterne. Die lautet so, Yoshi hat die meisten durch den scheiß Drecksbetrug. Nun die Anzahl der gesammelten Münzen. Die hat mit Abstand Donkey Kong mit 176. Der Bonus, die Bonussterne, Minispielstern geht an Donkey Kong. Völlig logisch. Münzstern geht an Donkey Kong. Ich möchte nicht hingucken. Ich möchte wirklich nicht hingucken. Der Ereignisstern geht an Yoshi und mich! Ich habe nur Yoshi gelesen und wollte kotzen. Hey, wieso denn Yoshi und ich? Also ich meine, ich hätte ja nur Yoshi sogar verstanden. Aber bin ich denn wirklich so viel häufiger drauf gelandet, als ich selbst mitgezählt habe? Ich dachte, ich bin nur dreimal drauf gelandet. Der Sieger heißt Donkey Kong. Junge, das war so eine kranke Party. Aber wieder ein First Try. Ich bin echt erstaunt, was jetzt wieder möglich ist. Wird zwar kein guter Rang, aber ist doch scheißegal. Minispiele. Ist das hier, ne? Ja, da war man in einem guten Abstand. Luigi wäre sogar noch näher dran gewesen, okay. Cool. Also, ich bin sehr zufrieden. Ich fand, das war jetzt super spannend. Wenn ihr das auch so empfunden habt und ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Dieses Part von Let's Play Mario Party 3
wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.